gibt wieder einen neutralen Hüter von der Border League und Orkan Dönmez beginnt beim Elverkönig. Und Orkan Dönmez ist schon nicht mehr Teilnehmer der Veranstaltung. Harzak geht eins weiter, genau wie Steven Kodra und Hollywood. Römers für Streets United. Römers macht ihn. Wir gucken gleich noch die Tabelle zusammen. Der eine Punkt wird plötzlich wichtig. Schatkowski, Kramer guckt drauf, Markovic kommt drauf und Schatkowski macht ihn. Letzte Woche das Ding nicht gewonnen bei den absoluten Primetime-Spezialisten von Gönnergy. Kevin Wegen! Ist egal, Calcio ist im Finale, come on. Cash da. Und gib ihm. Chat, ihr seid in der Halle. Philipp Simon, Philipp Simon. Einen ganz komischen Ausritt, aber der hat positive Folgen für ihn. Die Zimbos bleiben Teilnehmer. Wichtig, den Punkt für die Zimbos eventuell mitzunehmen. Die Potatoes raus und Spandau. Huiuiuiuiui, auch raus. Hier sind nicht mehr viele. Marco Königs für Beton Berlin. Marco Königs bleibt stabil. Dennis Eck für Las Ligas Ladies. Stark ins Eck von Dennis Eck. Insta-Name Dennis Corner. Habe ich hier schon ein paar Mal gecallt. Finde ich Weltklasse. Sage ich euch, wie es ist. Harztag raus. So, Kechter, ich sag euch, der macht ihn unten links. Nee, er macht ihn gar nicht. Die Käfigtiger raus. Philipp Simon und Beton Berlin ist raus. Und jetzt Steven Kodra. Letzte Woche überragt, diese Woche raus. Schatkowski raus. Und jetzt ist es dann wirklich so gut wie zu Ende für Markovic und Kramer, wenn der Zusatzpunkt, der hätte es sein können. Philipp Simon, die Zimbos. Philipp Simon scheitert. Es gibt aber noch Elias Römers zu Streets United. Wer bekommt den Zusatzpunkt? Las Ligas Ladies oder Streets United? Boah, Chat, ich merke schon, ihr rechnet doch schon wieder mit dem Punkt hier. Las Ligas Ladies scheitern mit Dennis Eck. Und damit geht der Punkt an Streets United für die Truppe von Alicia Lehmann und Lukas Podolski. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punktgewinn für Streets United. Der Zusatzpunkt tut sehr, sehr gut.